Servus und habe die Ehre zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Und diese Folge wird in die Geschichte der Podcasts eingehen mit dem Thema The Texas Chainsaw Massacre. Und ich nehme das Ganze nicht allein auf mich. Ich habe einen Carney an meiner Seite und wir reden jetzt über den neuen Netflix-Film. Carney, habe die Ehre, wie geht's dir dann? Servus, grüß Gott, fein nix, alles gut. Bei dir, hä? Ja, schlechte Leid, geht's immer gut, weißt du das? Weißt du, wie es ist. Mir waren wir alle ganz heiß, wie es geheißen hat, der neue Texas Chainsaw Massacre kommt bei Netflix. Einerseits haben wir ein Tränchen verdrückt, weil wir den Film nicht im Kino sehen können, aber dafür haben wir den brutal schnell sehen können. Zwar nur daheim, aber naja, ich weiß jetzt auch nicht, das Teil ist so gory, ob wir den dann ungeschnitten im Kino gesehen hätten, bleibt auch zu befürchten, oder? Ach, nach der Sadness, glaube ich, hätten sie den auch durchlassen. Das kann natürlich auch sein. Doch, mittlerweile, die Wege der FSK sind mittlerweile unergründlich, oder? Das stimmt, ja. Aber ich glaube, der war schon durchgegangen, zumindest für einen Kino-Release. Ja, das ist ja das andere, weil der Film wirklich nicht lang ist. Also ich glaube, eine Netto-Spielzeit ohne Abspann hat irgendwo bei 75 Minuten. Irgendwie so. Wahrscheinlich, wenn ich da Kino-Eintrittskarten kaufe, irgendwo zwinge und sie 15 Euro für einen Eintritt, dann heißt es ja, was? Jetzt muss ich nach 75 Minuten schon wieder raus. Da werden da wohl ganz schön erbost gewesen sein. Vor allem habe ich schon längere Game of Thrones Folgen gesehen, wie der Film dauert hat. Das stimmt. Aber es gibt halt Leute, wie zum Beispiel, ich war gestern in der Sneak Preview und dann haben sie den neuen Checkers durchgelassen und da sind halt dann Leute nach 10 Minuten schon aufgestanden und haben aber 7 Euro Eintritt zahlt. Du spinnst. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Also, kann man natürlich nicht gefallen, sage ich nichts dir, aber das ist ja immer das Risiko von einer Sneak Preview. Ja, da gehe ich doch dann von Haus aus gar nicht rein, wenn ich dann sage, ich zahle 7 Euro und wenn der Film kommt, der mir nicht gefällt, dann gehe ich wieder. Wow. Aber gut, müssen die Leute selber wissen, schmerzt ja nicht rein. Hilft eh nicht. Nein, hilft eh nicht. Aber es war auf alle Fälle, für einen Kinobesuch war es ein bisschen wenig gewesen, obwohl ich trotzdem gern im Kino gesehen hätte. Jetzt erzählst du leider mal, was zu der, ich mache jetzt die Anführungszeichen, Handlung. ja, die gibt's halt nicht. Beziehungsweise ist die Handlung in meinen Augen genauso wie bei allen anderen Chainsaw Massaker. Also, ein paar Leute rumpeln in diese falsche Ortschaft, wo einer mit der Kettensäge umeinander rennt und dann die Leute auseinanderschneidet. Ja. Handlung, pinkeln. Ende. Da hat der Leatherface, glaube ich, hat die meiste Handlung gehabt bisher. Das stimmt. Und die meisten Setpieces, oder? Weil das da jetzt auch in dem Fall spielt alles in der Stadt Harlow und das hat sich bis auf zwei, drei, sagen wir mal, zwischen die Straße quasi, oder die, wo sich das Ganze abspielt, oder in zwei Häuser. Und das war's dann eigentlich auch schon, gell? Ja, genau. Das war's dann. Aber ja, es ist auf alle Fälle so, dass man bei dem jetzt eine Gruppe, nehmen wir es Hipster aus Weltverbesserer, was man sich immer selber da sind. Millennials, genau. die haben sich da die Ortschaft gekauft, oder? Ja, genau. Und wollen da dann so eine Aussteigersiedlung, meine ich, aufmachen und das alles versteigern und die ganzen, und dann halt, das, die, sie wollen, glaube ich, ein Restaurant selber eröffnen und das einfach mit Leuten, die keinen Bock mehr haben, aufs Stadtleben da eben dann in Ruhe haben und selber leben. Und das Problem ist, dass sie in eine Hütte reinkommen, da wohnt, also es war ein ehemaliges Waisenhaus, da ist eine betagte Dame mit Atemgerät, die kann immer so gut schnaufen, ich weiß, wie das ist, weil ich bin Asthmatiker und wenn ich Treppen aufgehe, dann brauche ich auch schon 6 Hübe aus meinem Spray. Und ich bin dick und wenn zwei Schritte mache, schnaufe ich von Haus aus, ich weiß auch, wie das ist. Genau, also wir kommen da mitschmerzen und dann kommen die und dann wollen sie es aus dem Haus auswerfen und sie sagt, hey, das geht doch nicht und ich habe doch das mit der Bank geregelt, ich darf da bleiben und dann wird es von der Polizei abgeführt und kriegt einen Anfall. Und stirbt. Und das ist, und da wohnt halt noch jemand in dem Waisenhaus, dem taugt das gar nicht so, dass die jetzt wegen denen stirbt. Der ist halt gleich ein wenig lästig. Ja. Und ist 1,95 Meter groß und 200 Kilo schwer. Ja, genau. Und ja, der sagt halt dann erst einmal so nicht, Leute. Und dann geht's eh schon ab. Also das sind 20 Minuten Einführung maximal. Ja. Die Charaktere, die bleiben alle durch die Bank ziemlich blass. Bei der Laila versucht man es zwar nur ein bisschen, dass man ihr ein wenig eine Tiefe verleiht, aber am Ende kann es auch nichts außer blöd schauen.
ja, wie gesagt, die Figuren, mir hat keiner von denen wirklich interessiert. Ja. Die sind halt wirklich nur Kanonenfutter gewesen. Also der Fokus liegt wirklich auf der Sally und der Lila, das meine ich, sind Geschwister, gell? Genau. Und ist okay. Also mehr an Charakterentwicklung habe ich jetzt nicht braucht oder an was heißt an überhaupt an Charakterisierung habe ich nicht braucht. Ja, nicht nein. Ja, und dann geht's halt dahin, wie du sagst. Und weil man halt dann auch relativ schnell merkt, auf was dass der Film seinen Fokus legt, habe jetzt ich da auch nicht so das Problem gehabt, dass es nicht mehr Tiefe für die Figuren gab. Aber ja, wie ich vorher schon gesagt habe, in meinen Augen habe ich das bei jedem Chainsaw Massacre so gehört. Ich kann mich jetzt bei keinem erinnern, dass ich sage, mein Gott, ist der in die Tiefe gegangen bei den Figuren und diese Handlung ist, ja, das ist ja unglaublich. Der größte Twist aller Zeiten bei dem ganzen Franchise war doch der bei Leatherface, als sie rausgestellt hat, dass nicht der Fettsack der Leatherface wird, sondern der andere. Ja, genau. Richtig. Also, ja, auf alle Fälle geht's dann rund da drinnen und man kriegt dann auch noch mal alte Bekannte, oder sagen wir in Anführungszeichen alte Bekannte, weil der Film setzt ja direkt 50 Jahre ins Original an. Direkt. Genau, direkt, 50 Jahre später. Und dann kommt halt auch die, ach, du hast vorher Sally gesagt, die waren, Lila und Melody haben es geheißen, die zwei übrigens. Ach, Entschuldigung. Und Sally war dann die, die dann wieder kommt, die ja den ersten Teil überlebt hat und dann hier einen auf Jamie Lee Curtis macht. Genau. Gerade nicht so erfolgreich. Der Film ist im Endeffekt auch das, was Scream oder der neue Scream ein wenig so ja, parodiert, das ganze, die so die Legacy-Filme, weil im Endeffekt ist ja das auch einer, nur weil es ist ja so, dass der Legacy-Charakter Sally Hardesty ja eigentlich im Endeffekt keiner ist, weil die Ding ja im Endeffekt gestorben ist damals, die Darstellerin, und die ist jetzt quasi ersetzt worden von der Naya. Ja, ich hätte es jetzt eigentlich im Film nicht braucht zwingend, aber wenn du jetzt den Handlungsstrang auch noch rausnimmst, dann hat der Film wirklich gerade noch 60 Minuten. Ja, genau. Darum hat es schon passt, dass wir die nur mit reinlässt. Ja, auf jeden Fall. Aber braucht hat es keiner. Und sie war halt auch, das war halt auch wieder so eine, wo du sagst, ja, also was ist denn jetzt eigentlich mit dir? Das war doch alles, du hättest alles die Backer können, aber nicht so, wie es du machst. Das stimmt. Sag meinen Namen. Nein, das sagt überhaupt nichts. Der hat noch nie was gesagt. Dass du es nicht kapierst, habe ich mir gedacht. Ja, und er hat schon mehrere Leute zu Wurst verarbeitet und durchgetraut. Und der meinte, da kann er sich noch an irgendeine Wiener Würstel, was er 1974 gemacht hat, noch erinnern, wer da drin war. Ja, genau. Naja. Aber gut, so viel zur Handlung. Es gibt keine Handlung, haben wir ja gerade schon festgestellt. Ja. Das ist, aber ja, mich stört es nicht, weil der Film hat dann seinen Fokus ganz klar eben auf der Gewalt und das macht er, legt mich am Arsch, habe ich mir gedacht, hey, da geht's ganz schön ab. Und im Endeffekt handelt sich der Film eigentlich nur allerweil von irgendeiner, ja, von Szene zu Szene, sage ich jetzt einmal, von verschiedenen Leuten zu verschiedenen Leuten und alle machen auf alle Fälle mehr oder weniger grob dann Bekanntschaft mit Leatherface. Und in dem Fall verdient der Film einmal so richtig seinen Namen. Mhm. Also wirklich, da gibt's ein Chainsaw Massacre und das mit Anschlag. Hat man wirklich schon gemeint, dass der Beginning momentan da so die Speerspitze vom Franchise ist, ist jetzt der definitiv vor dem 2020er TCM abgelöst worden. Ja, das sage ich auch. Also bisher war der Beginning schon immer so, dass du sagst, aber der ist jetzt, der hält halt schon ordentlich drauf. Ich sag, also da, wenn es losgeht, wir haben jetzt auch gleich, also wir spoilert man da jetzt einfach umeinander, weil es mir wurscht ist. Also, wer nichts hören möchte, wie gekillt wird oder sonst Dinge, da muss ich jetzt ausschalten, weil sonst war halt die Folge jetzt halt auch schon gar. Sie darf sich zwar dann im Verhältnis gut an den Film, an die Spielfilmlänge orientieren, aber ein bisschen wollen wir schon schmatzen und der Korbi braucht auch was zum Schneiden. Also lasst uns in Ruhe. Wenn ihr es hören wollt, legt es auf jetzt. Dann drückt's auf Pause, dann habt ihr hat es in 75 Minuten hat's ungefähr wieder zurück und dann könnt ihr weiterhören. Genau. Und auf alle Fälle, wenn, als wir vorher schon gesagt haben, es stirbt dann die gute Frau und dann wird er saulästig, der Leatherface, und der erste Killgleiter sitzt da und denkst erstmal, Alter, was ist denn jetzt los, wenn er den Typen da die Hände auseinanderbricht, das Knochen auszuschauen und dann sticht er mit seinen eigenen Knochen ab. Wow, mit Elle und Speiche perforiert er dann sein Hals einmal so richtig. Richtig gut. Also da bin ich dann schon gedacht, das ist geil, der Film geht genau in die richtige Richtung. Ja. Also mit dem hat wirklich eben mir fast behaupten keiner so richtig gerechnet. Also der Film ist ja im Endeffekt rausgekommen und alle sind gleich dumm da gestanden, weil ja ein Presseembargo war. Die haben wir ja quasi, auch die Leute von der Presse haben den Film erst, ich glaube, zwei Tage vorher sehen dürfen, haben aber erst am 18. Februar dann ihre Reviews raushauen können. Mhm. Und ja, und so haben dann ganz schön viele Leute ganz schön blöd geschaut, wie der Film dann so richtig suppig geworden ist. Und das ist, ja, wie gesagt, dann ist der, dann holt er sich erst einmal ein Gesicht, weil sonst geht's ja nicht.
Und dann kommt gleich der Nächste, wenn er den Typ dann nur ein Shell einschluckt und die Tussi in dem Auto absticht. Also wie gesagt, nachdem es da losgegangen ist, habe ich gedacht, geil, Alter, die Qualität, wenn er durchholt, oder also den Gewaltgrad, wenn er durchholt, dann freue ich mich jetzt schon so richtig auf die Busszene, die ja im Trailer schon anteasert worden ist. Und ja, das ist so ziemlich eine von den geilsten Szenen, die ich seit langem gesehen habe bei so einer Splatter-Orgie. Auf jeden Fall. Was sagst du denn zum Leatherface-Design, weil wir gerade schon von der Gesichtshaut geredet haben? Ja, gefällt mir gut. Er schaut richtig abgefuckt aus, der schaut richtig asozial aus. Ich schaue jetzt gerade alle Teile wieder ein wenig durch, habe jetzt eben das Original dann in 22er, ein Leatherface, ein 2er und den 2013er angeschaut. Und was mir bis jetzt eben so aufgefallen ist, ist das eine von den schönsten Masken nach dem Original. Da finde ich, also im Original und im Bay Remake und Beginning hat er die schönsten Masken. Und dann, glaube ich, würde ich schon sagen, hat er es im 220er jetzt die nächstbeste, weil zum Beispiel jetzt die 2013er, die gefällt mir am wenigsten. Okay. Ich finde die Ding so geil, die er hat, also im 1er von 74, die Schlachthausmasken im Endeffekt, da wo er im Schlachthaus unterwegs ist, die wo schon quasi ein wenig gestarrt ist, die wo schon ein wenig älter ist. Und jetzt die im jetzigen Film, die ist ja frisch abgezogen und die hängt er sich dann quasi ganz cool. Also wirklich, man muss aufpassen, wenn er sich die Masken drauf tut. Er schnitzt quasi in die Haut zwei Ritzerl und hängt es einfach an die Ohren, wie so eine Masken jetzt, unser FFP2-Masken, unser Geliebte. und die tut sie hinter das Ohr und so holt es dann. Und dann hängt er die Fresse da so richtig ab, weil sie halt eben frisch ist. Und das fand ich richtig cool. Voll geil. Voll geil. Und es schaut halt richtig abgefuckt aus, wie es am Ober hängt und wie so halb das Augenrot ein bisschen ausschaut und so. Also ich finde, sein Style finde ich richtig geil. Also er kommt richtig gut rum. Voll. Also, ja. Ich habe erst ein Jahr gesagt, sag du. Und vor allem, dass er dann auch noch derer Dame, mit der er jetzt schon Jahre dann quasi zusammenlebt oder die, wo er entdeckt, dass er derer da jetzt die Gesichtshaut abzirkt und derer ihr Leiche dann quasi nur im Sonnenblumenfeld drapiert und so, war schon sehr geschmacklos. Also was sagst du, ja, okay, er hat da jetzt wirklich, er nimmt das persönlich. Also er hat jetzt nicht von irgendjemandem die Maske oder die Haut genommen, sondern wirklich von der Frau, mit der er da jetzt ewig zusammengelebt hat und wahrscheinlich auch, ja, sowas wie der zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut hat und dann sitzt da einfach ihr Gesicht auf eiskalt. Ja, das ist jetzt so kann er ihr nahe sein. Voll, haben wir auch gedacht. Und es gibt dann auch noch eine Szene, wo er quasi in seinem alten Zimmer sitzt oder in ihrem Zimmer sitzt und dann schminkt er das noch und dann kreit er da so geil im Make-up umeinander und schmiert es noch ins Gesicht. Was sagst du, ja, das hat es jetzt unbedingt noch gebraucht. Auf alle hat es gebraucht. Geil, oder? Unbedingt. Geil ist halt auch, weil es doch, weißt du, du bist ja auch voll in den sozialen Medien unterwegs. Weil sie ja beschwert wird, es ist ja 50 Jahre später und dann ist die Sally eben da und die ist und er kommt so viel fitter für sein Alter rüber als sie. Ja. Weil der denkt, ja, aber Leute, der hat halt auch 4 oder 5 Schüsse mit der Shotgun eingesteckt und rennt trotzdem da umeinander. Und da beschweren wir uns drüber, weil er fitter rüberkommt als die Sally für sein Alter. Was ist denn? Was sind denn das? Ich merke es ja dann gar nicht gut sein lassen. Das ist ja alles so schön und gut, wenn er mir nicht gefällt. Aber warum denn immer so Schwachsinnsargumente dann? Das ist doch... Ah, ich verstehe es einfach nicht. Ja, weil es dann immer leichter ist, an Sachen rumzusageln, wenn ich es von Haus aus schlecht finde. Oder wenn ich sage, okay, ich komme mit der ganzen Film mit der Situation und allem klar und ich freue mich auf das Ding, dann scheiße ich da drauf, ob jetzt der läuft oder humpelt oder sonst irgendwas, weil ich es einfach cool finde, wieder mal so einen richtig brachialen Leatherface zu sehen. Und dem sein Physis in dem Teil ist wirklich ganz, ganz stark. Und auch wirklich, wo er hinhaut, da wächst kein Gras mehr. Und wenn er hinter die Opfer herläuft, also da ist richtige Wucht dahinter. Und ich fand die Darstellung vom Darsteller, wie er geheißen, der Mark Burnham, fand ich Weltklasse. Ah, mir hat der auch gut gefallen, der ist richtig gut rumgekommen. Und wie du schon sagst, wuchtig, allein wenn er dann wieder die Leute umeinander wirft die ganze Zeit, als warten sie einfach nichts. Das ist auch so geil. Und wie geil er so oft reagiert, wenn sie mit dem Auto auf ihn zufahren und dann wirft er einen einfach die Ketten so ans Auto ohne und so. Ja. Also er macht das schon richtig geil. Also seine Wurfskills hat er auf alle Fälle verbessert die letzten Jahre. Also er wirft einige Sachen und er trifft. Und es schaut auch besser aus, wenn er es wirft, weil das ist nämlich auch einer von den 2013er CGI-Scheißhauseffekte, wenn er da auf dem Volksfest auf den Sheriff die Kettensäge wirft und dann denkst du, ja, da hat wieder der 4-jährige Bub vom Regisseur mit den Buntstiften am Film umeinander spielen dürfen und die Effekte einzeichnet. Da ist doch sogar in der Szene ist doch sogar also ein Jigsaw, also eine verkleidete Figur als Jigsaw zum Singen, oder? Ja, genau, die auch mit der Kettensäge umeinander rennt und dann steht es vor ihm und dann merkt es irgendwie so, okay, der glaube ich hat eine echte oder so und haut ihn ab. Sehr geil. Es haben sich einige Leute aufgeregt, weil das N-Wort geredet wird und dass die Konföderiertenflagge da rumhängt und so und der Film da quasi die falsche Stellung bezieht.
Und weiß nicht, hast du da auch irgendwas mitgekriegt oder hast du da, ist dir das irgendwie aufgefallen oder hast du da gedacht, ja, da haben jetzt die Republikaner vorn dran und was weiß ich, oder hast du einfach gedacht, jeder kriegt das, was er verdient? Also ich habe noch nichts gehört, dass jemand beschwert hat, aber ich habe jetzt bei dem, habe ich das jetzt eben, das ist halt eine Figur, die eben da lebt und die das einfach sagt, weil es, wie es halt bei uns die ganzen scheiß Hinterwäldler aus dem tiefen Niederbayern ist, wo wir herkommen, für die ist ja das auch noch normal, dass man dieses Wort benutzt. Ja. Und genauer sehen, ein Mensch ist halt das in dem Fall. Und der Film bezieht aber in dem Fall in meinen Augen halt nicht Stellung, dass das irgendwie toll war oder sonst irgendwas, sondern da rennen halt Leute umeinander, für die das normal ist und die konferierten Flagge am Auto hängen haben und was weiß ich, ist jetzt für mich keine Stellungsbeziehung und in dem Fall, ja, kriegt man halt dann was man verdient so ungefähr, das passt dann schon. Ja, das sehe ich auch so, also der Film bezieht zu gar nichts Stellung, du siehst die Sachen, auch die ist mit den Influencern, mit dem ganzen Zeug und jeder kriegt irgendwo sein Fett weg und der Leatherface macht vor keinem Halt und behandelt keinen irgendwie anders, egal wer was für Einstellungen oder was weiß ich hat, ja, gibt eigentlich jedem Saures und das ist volle Kanne. Weil es wird auch viel über die Figuren geschimpft, weil es ja alle so, wie habe ich gelesen, ja, dass das alles so Friday for Future, wie links quer versiffte Vegan-Spasten sind, so in die Richtung ist das ja gegangen, habe ich mich gleich selber angegriffen gefühlt. Ja. Und dass man so jetzt nicht braucht und das ist gerade alles wieder so woke und so politisierend, der ganze Scheiß. Und ich denke mal, schaut's doch mal, das hat doch jede Generation, hat ihren Jugendball, sag ich jetzt mal, das denen Leute wichtig war. Und jetzt ist es halt gerade das, was die Charaktere ansprechen, ist ja gerade das, was der jetzigen Jugendgeneration wichtig ist. Mhm. Und genauso war es in den 70er, 80er, 90er. Es gab ja immer irgendein Thema, das die Jugend bewegt hat. Und es gab immer so Figuren, die halt dann da so diese Alternativen waren, die das schon immer gepredigt haben. Komischerweise interessiert es bei einem Film aus den 80er, 90er oder sonst irgendwas interessiert es keinen, wenn sich eine Figuren da sind und immer da in Anführungszeichen die Moralkeule schwingen, was das alles so angeht. Aber jetzt ist es anscheinend das Schlimmste auf der Welt, wenn man da ein Wort drüber verliert in einem Film, dann ist es sofort ein Politikum in dem Fall. Ja, das sehe ich also. Und in dem Fall, wie gesagt, da er überhaupt keine Stellung bezieht, finde ich es halt auch gerade nur super. Mhm. Also, weil er halt einfach sagt, ja, scheiß auf die ganze Politik und hin und her, es hat einfach alle Vieh im Endeffekt. Und da, ja, und so wird es halt dann auch behandelt. Ganz genau, das finde ich nämlich auch ganz geil. Aber ja, ich glaube, das war wahrscheinlich alles halb so wild, wenn es scheiß Facebook und so weiter nicht geben wird. Wahrscheinlich. Aber ich sehe das so wie du, da wo wirklich, da kommen Leute vor der Stadt, die wo wirklich aufgeklärt sind und up to date und treffen da wirklich auf die totalen Hinterwäldler und die reden halt einfach nur so wie vor 50 Jahren. Das wird bei uns, wenn man zu dir ins Moos aussieht. Ja, ungefähr so. Das wird, könnt ihr euch so vorstellen. Der Mike schaut aus wie der Leatherface. Ungefähr. Und redet auch noch genauso. Wie die da draußen. Ja, der Mike hat ja keine konföderierten Flagge draußen, sondern eine Reichsflagge. Halt auf dein Maul! Wahnsinn! Ich bin raus, ich schmeiß alles hinter dich. Also okay, Entschuldigung. Ah. Das war der Papp, gell? Jetzt. Ah, genau. Ja, im Endeffekt ist ja auch der Leatherface im Recht, muss man auch dazu sagen. Also die kommen da, führen sie auch für die Axt im Wald und dann treibst die Frau da aus dem Haus, die kriegt einen Anfall und stirbt und ja, eigentlich ist er im Recht. Das ist ja in Amerika, sogar, wenn, was? Das war doch sogar so, oder? Dass sie die Urkunde dann gar nicht dabei gehabt haben und nicht gefunden haben. Also letztendlich war zu dem Zeitpunkt, war die Frau noch im Recht. Ja, ja, genau. Also er ist ja eigentlich der Anti-Held von der ganzen Sache. Absolut, ja, ist eigentlich eine ganz tragische Figur. Ja, voll. Missverstanden. Missverstanden, absolut missverstanden, ja. Jetzt der Dante, der schwarze Herr, der sich da über die Konföderiertenflagge aufregt, der hat einen richtig coolen Dude. Oh, ja, der schaut schon übel aus dann. Der erinnert ein bisschen an Leatherface. An Leatherface? Ja, da schießen sie ihm doch auch so durchs Gesicht durch und dann ist doch auch so ganze Seiten aufgerissen und Zähne hängen aus und so. Ah, okay. Ach, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Stimmt. Ja. Ich habe an Ding denken müssen, weil ja auch der Fede Alvarez da der Produzent war. Ich habe an Evil Dead denken müssen mit der aufgeschnittenen Gesichtshälften. Aber allein schon die Sache, wie er quasi angegriffen wird vom Leatherface mit dem Hackebeil und man sieht quasi mit der Schwung, die in die Kich allerweil nur so Fragment weiß, was der Leatherface eben gerade mit ihm macht. Und es ist dann quasi nicht sofort ersichtlich, wo es der Leatherface mit seinem Fleischerbeil anricht. Das sieht man erst ein paar Minuten später. Und das fand ich richtig krass. Also dem ist quasi die Axt ins Gesicht geschlagen worden. Dann ist ihm der Unterkiefer quasi abtrennt worden, so zur Hälfte. Und der hängt dann da runter. Also das war ganz stark gemacht.
Ja, da haben schon gescheit hingelangt. Das war allgemein. Ich finde jetzt, wir haben ja schon kurz vorher geredet, gehen wir mal kurz auf die Atmosphäre ein. Ich finde jetzt nicht sonderlich atmosphärisch. Er hat zwar seine düsteren Momente, die hat er dabei, aber ich finde, er kann das über die kurze Laufzeit nicht halten, dass er da wirklich atmosphärisch ist. Für mich ist er ein bisschen wie so ein kleiner Fansblätter teilweise rübergekommen. Und er hat zwar dann wieder seine düsteren Momente, aber hauptsächlich war es für mich eher so fünf, sechs Halbe mit ein paar Leuten in Blaine Shelley saufen und den Film dazu anschauen. Für das taugt das. Das zum Beispiel beim Original nicht gehen oder finde auch bei den Remakes nicht. Aber der, finde ich, war so ein richtig geiler Bierabendfilm, weil halt allein an die Busszene, da geht's halt dann schon so ab, dass du halt als Gorbauer nur da sitzen kannst und dumm grinsen. Ja, also ich fand nicht schon stark atmosphärisch, mir hat das total gefallen und fand ihn auch atmosphärischer als zum Beispiel das Michael Bay Remake, weil das Ganze nicht gar so, von der farblich nicht gar so dort gefiltert war. Aber er ist halt nicht annähernd so morbide, also das Morbide geht ihm ein wenig ab, auch die Familienverhältnisse vom Leatherface sind nicht mehr so dargestellt, wie es in die alten Teile ist, also es ist nicht mehr die Saw's Family, sondern es ist jetzt der Leatherface allein die Family, so ungefähr, ja. Und die Family an sich hat in die anderen Teile schon aber ganz viel ausgemacht zu dem Morbiden. Auch das Menschenfleisch fressen ist jetzt in dem Film auch kein Thema mehr. Und auch die Bude, die Ausstattung aus Menschen und so weiter, das ist alles abgegangen, ja. Aber ich finde zum Beispiel atmosphärisch kann er bei mir, also finde ich jetzt die Remakes doch auch wesentlich dichter als das, weil das halt, das halt so räudig ist mit, das ist, also die finde ich richtig asozial. Das ist alles so ekelhaft, wenn man das anschaut und hau ab von mir. Okay. Ja, du, Katz frisst Mais im Herzbaroni nicht. Jeder, wie das mag. Nein. Alles Geschmackssache hat er aufgesagt, den ich so auf ein bisschen. Ja, genau. Oder so. Auf alle Fälle hat ja der Leatherface dann auch nicht bloß seine Hacke beil, sondern nimmt dann nur einen Hammer ganz brutal her. da muss dann der Redneck dran glauben, der Richter. Der ganz sympathisch geworden ist, finde ich dann. Genau, also es sind so manche Charaktere, die du als andere Horrorfilme so kennst, also so der Redneck, der wo da quasi dann unsere Protagonisten ans Bein pieselt oder die ortsansässigen Cops, die lästig werden, hast du in dem Film überhaupt nicht. Die, wo du zuerst meinst, die wo die Bedrohung sind, das sind eigentlich dann die wo nett sind, die wo wo du dann ein Verständnis hast dafür, zum Beispiel auch, warum der so eine Waffe trägt die ganze Zeit, das wird ja auch erklärt und so, er hat ja jetzt da auch einen Grund dafür und ja, und er setzt sich ja für die alte Frau ein und so weiter und so fort. Ja, das ist ein sehr cooler Charakter. Voll, und du denkst halt so, ja, er ist eben der nächste Nazi-Südstaatenbauer. Genau. Und am Ende, wenn er dann eben den schwarzen Andante findet, dass dem schlecht geht, ist er sofort hilfsbereit und ist, also ich fand, das ist eigentlich so mein Lieblingscharakter gewesen in dem Film. Ja. Das war sehr schade, als Carsten hat, hey, man smasht face. Krass. Also, oder wenn er den Fuß vor ihm durchbricht. Ah, lecker. Leck mich doch. Aber jetzt lass das halt wieder mal gut sein. Der arme Kerl, ja, komm, was da. Ja. Ja, dann kriegt er halt auch nicht bloß einen Kopf dann einmal eingeschlagen mit dem Hammer, sondern ich glaube 6 Mal, dass ja, wirklich das bloß nur ein Batz da ist. Ja, genau, dass halt wirklich nur noch Athleten umeinander liegt. Pfui Teufel. Ja. Und was ich dann auch cool fand in der Szene, die Melodie, die versteckt sich ja quasi da in dem Zimmer und ist unterm Bett und schiebt ja dann einen Spiegel, während der Richter reinkommt, schiebt seinen Spiegel in die Richtung, dass der Richter beim Einergehen sieht, dass sich der Leatherface hinter der Tür versteckt. Fand ich einen sehr coolen Move, also wo man oft sagt, die Leute in einem Slasher-Film verhalten sich so blöd und so, also das war mir ja richtig smart. Das war richtig smart, ja. Und die hat sich dann auch ein bisschen gemausert. Die war am Anfang, haben wir gedacht, jetzt sei nicht so sau lästig und nerv mich nicht. Ja. Die hat sich dann auch noch schön gemacht als Figur. Voll. Und hat dann auch noch eine coole Szene am Ende. ja, das auf alle Fälle. Da kommen wir noch drauf. Aber sie hat dann auch hübsch danach dann nochmal eine coole Szene, weil sie ja vom Leatherface dann quasi davor schleichen möchte und krabbelt dann über die Treppen runter und alles ist starr und sie macht wirklich keinen Mucks. Und in dem Moment, wo sie von der Treppen da so ganz leise herunterspringt und dann auf die Tee schaut, steht er schon da mit seinem riesigen Hammer und gibt ihr voll auf die 12. Das war eine richtig geile Szene, weil man wirklich meint, ah, sie ist so leise und da feit nichts und so und dabei steht er dann direkt vor ihr. Ja, hast du das gesehen, wenn du das erste Mal da reingekommen in das Waisenhaus, also da im Vordergrund schon sitzt? Ja. Ich habe mir gedacht, das war schon so ein Bracki, aber ich habe mich in dem Film immer ein wenig auf was anderes eingestellt mit dem Farmhaus und so, wie man es halt aus dem Original kennt. Mhm. Aber ich habe mir dann schon gedacht, ah, wie zwick, das muss er jetzt fast sein, vor allem wie er dann auch mit der Alten im Sanker mitfährt. Ich dachte, ah, das wird er jetzt sein. Das muss er sein. Ja, das war echt cool, weil ich habe mir jetzt so zweimal angeschaut.
Und beim ersten Mal ist mir das nicht aufgefallen und beim zweiten Mal hat es dann geheißen, hey, da vorne sitzt okay, bei mir war es wieder nicht aufgefallen, weil lauter Blödsinn. Dann habe ich gesagt, wo denn? Dann habe ich den zurücklaufen lassen und dann, wenn sie da, wenn der Shot auf das Fenster ist und sie steht da und schaut aus, dann sieht man links tatsächlich mal sitzen den alten Affen. Ja. Aber das sieht man, nicht, oder? Das sieht man bloß irgendwie so kurz. So halber, so, man sieht halt, er schaut schon, also er schaut so in den Raum rein und ich glaube, man sieht sein halber das Gesicht, aber es ist jetzt saudunkel, dass man nicht voll sieht. Ja. Aber da hätte man schon, ein bisschen was erkennen, ja. Und dann ist er auch ganz lustig, weil er dann der Leatherface aus dem Fenster schaut und sieht dann die ganzen Hipster feiern. Und dann ist er so richtig angefressen und holt sich dann sein Lieblingswerkzeug wieder. Und zwar ist die Kettensäge hinter der, eingemauert, kann man bei den Amis nicht sagen, hinter so einer Trockenbauwand versteckt, weil er das im Endeffekt auch die Mordwaffe aus die von 1974 ist. Und ja, und dann geht's rund. Also von da weg wird er dann motorisiert weitergemetzelt. Ich feiere das so viel, wenn er in den Bus reinkommt. Und wenn er dann da steht, das Bracke mit seiner Letten schon voll geschissen mit Blut von bis unten. Und dann stehen sie wieder alle da, was ist, kriege ich sowieso einen Hass, sofort alle ein verwichstes Handy heraus und müssen das filmen und sonst irgendwas machen damit, dann bin ich eh schon fertig und dann geht's erstmal richtig ab. Es ist so cool, wenn der erste da steht und dann so, oh fuck, und dann hat's ihn gleich mal. Ja, ja, und dann ist eben die Busszene aus dem Trailer, die hält mehr als sie verspricht. Da wird in der Mitte, also Arm, Fierst in der Mitte auseinandergeschnitten, von oben nach unten durchgeschnitten, von hinten durchgeschnitten, dass Sog vorne als Zipfel ausschaut und dann den, da muss ich an die Bodgery-Dinger, Chainsaw Masturbation, da wird nämlich dann der Typ, dem schaut vorne die Kettensäge aus am Gemächt und dann wird eine Frau damit erst einmal penetriert. Da geht's ganz schön rund. Ja, und wie er dann die Körperteile um sich wirft, weißt du, das ist so richtig wie wenn du im Wald bist, schneißt irgendwo ein Astel weg und schmeißt das hinter und ja, Ding, genau. Aber und er nimmt da wirklich Körperteile und schmeißt da um sich und Fuß und veranstaltet da ein Wahnsinnsblutbad. Und auch die Schwarze, da wo ich jetzt den Namen nicht mehr weiß, die quasi vom Fenster raus möchte, die Säcke genau. In der Mitte durch an der Hüfte, krass. Ich habe dann auch gedacht, das geht jetzt nur ab. Aber das werden sie nicht machen. Aber dann wirklich, dann sägt er den da mitten durch und der Oberteil vom Körper fällt quasi aus dem Bus raus. Genau, und Letten innen drin fällt aus und eine und geht gerade noch ab. Und ich finde es ja auch, in dem Fall, ist so, der Mann ist auch viele Computereffekte mit drin, aber durch das Licht und weil und das ist relativ gut geschnitten, findet sie, sodass dass in dem Fall die Computereffekte gar nicht so störend rübergekommen sind. Ja, ich glaube, die haben da eher so unterstützend, oder? Wie bei Evil Dead auch, dass das gar nicht so alles aus dem Computer ist, sondern bloß so unterstützend und sowas finde ich immer cool, weil handgemachte Splatter-Effekte immer was anderes ist und man kennt es einfach immer irgendwie. Und das war wirklich ganz stark. Ja, das hat super ausgeschaut. Dann haben wir auch noch eine schöne Shining-Referenz drin. Weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, die Klotier in dem Bus, der quasi, also von der Einstellung her ist das fast so ähnlich wie das mit der Achsdurchschlung vom Here is Johnny, wo er quasi da durchsägt und schaut dann so durch und die andere kauert quasi neben der Tür und schreit dann, habe ich mal an der Shining denken müssen. Ja, stimmt, ja. Hab's zwar jetzt nicht so wahrgenommen, aber wenn du das so jetzt so beschreibst, dann, dann ist das schon Shining-mäßig. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Du bist ja so gut, wie du schaust. Was ich überhaupt nicht verstanden habe. Was ich aber schaue. Ja, wie du schaust. Ein Feiner. Ja, so ganz ein Feiner ist er, ganz ein Feiner ist er. was ist er? Ich habe das nicht kapiert. Warum bleibt denn eigentlich der Busfahrer stehen? Ah, oh, das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ich habe es nicht kapiert und beim zweiten Mal bin ich wieder da gesessen und denke, also entweder übersehe ich jetzt halt irgendwas komplett, aber es war ja schon losgefahren, denke ich mal, du hättest ja schon lange vorzeigen können, dann bleibt er stehen und steigt aus und sagt da keinem was, warum er aussteigt. Und auf einmal fliegt gerade noch sein Kopf hier und denkst du, ja, selber schön, Sautepp. Aber ich frage mich die ganze Zeit, warum? Warum bist du eigentlich stehen geblieben? Habe ich irgendwas übersehen? Man muss nur mal anschauen. Ich weiß nicht, ich kann das jetzt auswendig auch nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Warum kannst du es nicht sagen? Ja, weil ich es nicht weiß. Und so wieder gut aufpasst. Erst kriegst du Wanderpause mit deinen Shining-Referenzen, aber dass du den Film mal richtig anschaust, das geht nicht, oder? Und du hast schon das zweite Mal gesehen und dir ist nicht aufgefallen. Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Junge! Dreh nicht über den Spieß um und fick mich dann, oder Penner. Ja, auf alle Fälle haben wir dann auch die Sally Hardesty, die quasi jetzt wieder auf dem, oder jetzt erst auf den Plan tritt. Genau. Genau. Und die, wie du schon gesagt hast, man hätte es glaube ich nicht braucht, aber ich fand es halt, so wie es drinnen war, ich fand die relativ. Also das hat mir ein bisschen genervt, muss ich sagen. Okay. Erstens mal, wenn du schon kommst und dann sperrst die zwei ins Auto ein, weil ich denke, was ist denn jetzt mit dir? Vor mir los, dass die zwei da einsperrst und das dann auf die nimmst, dass sie sterben und wenn es dann zu einem reinläuft und ihren Namen und sagt meinen Namen und ich denke mir, der sitzt vor dir, schieße mal ins Gesicht, in Gottes Namen. Nein, das geht natürlich nicht und das war alles so,
Ja, ich weiß nicht. Ja, nein, verstehe ich. Also dieser der Handlungsstrang, sage ich jetzt mal, den Charakter, der jetzt am überflüssigsten ist. Aber gut, jetzt haben wir ihn drin, dann hilft es mir nicht. Und ja, wir kommen dann auch schon Richtung Finale, weil die Sally, die hält gegen Leatherface nicht lang durch, weil es wieder wieder saublöd steht, muss man auch dazu sagen. Aber richtig dumm. Was du denkst, dir gehört es gar nicht anders. Aber er nimmt sie dann so richtig auf die Säge, spießt es auf und hebt es aus und sägt dann einmal so richtig rum. Richtig krass zum Anschauen. Also, war hart. Und das war halt auch einer von den Situationen, wo ich gesagt habe, wie wuchtig das der eigentlich ist, wenn er es ja dann hinten wirft, als wäre es einfach nur, was weiß ich, ein nass Hanti. Ja. Aber ich, der ist beinahe der Stier. Bracki. Der ist ein richtiges Bracki, der ist Bracki. Fast wie ich. Ja, und im Endeffekt haben wir dann zwei Überlebende, die eben unser Geschwisterpaar. Genau. Und die wollen dann mit einem Tesla davonfahren. Das fand ich auch ganz lustig. Das war und sie programmieren nur, weißt du schon, sie programmieren nur und schön Autopiloten fahren. Genau, genau. Und dann zieht der Leatherface nur die. Wen zieht er aus dem Auto? Wie heißt's? Ohne von den zwei, sagen wir jetzt ja gerade. Der hat die Leila, oder? Nein. Darf man nicht sagen. Jetzt hast du es schon gesagt. Nein, dann schneidet sich der Kobi aus. Nein, jetzt hast du schon gesagt. Ja, er zieht dann die Melodie aus, wo ich vorher gesagt habe. Die hat so eine schöne Entwicklung noch durchgemacht, weil ich gesagt habe, der hat richtig sympathischer Charakter noch geworden. Und dann zirkt das aus und batz weg runter mit der Rübe einfach so und steht da und holt er den Kopf nachher. Ja. Aber was hat es das jetzt gebraucht? Habe ich gedacht, warum? Warum auch gerade sie? Warum nicht die Leila? Weil die hat mich eh die ganze Zeit genervt mit ihrem blöden Schau. Und dann kommt wieder die einzige, bei der ich sage, die hat ein bisschen Entwicklung mit drinnen, die war ist sympathisch geworden, die habe ich dann Mengen. Der müssen wir noch einen Kopf absäben. Tolle Wurst. Und dann macht er noch seinen schönen Kettensägentanz. Ja, genau. Sehr schön. Den brauchen wir auch noch. Und der war wenigstens schön, der war kurz, der war dezent. Ich schaue ja gerade alle Teile wieder durch. Und ich muss echt sagen, vor allem beim Chainsaw Massacre 2, bei dem alten, boah, das ist so grausam, der macht ja den ja alle 5 Minuten und du denkst echt, ey, was schau ich mir da gerade an? Ist das jetzt, was soll das sein? Also der hupft ja nur einmal an wie ein Vollidiot, was soll denn das die ganze Zeit? Jetzt lassen wir einmal. Nein, da haben wir richtig aufgeregt. Der zweite ist super, der zweite ist jeden Zweifel haben über jeden. Ja, durchwachsen, muss ich sagen. Null. Halt dein Maul, über den reden wir jetzt gar nicht. Was ist denn los mit dir? Über den reden wir nicht, habe ich gesagt. Ja, aber gehört. Können wir anders mal machen. Ja, dann sehen wir noch im Abspann noch was. Eine ganz kleine Szene, dass quasi der Leatherface nach getaner Arbeit bei strahlendem Tageslicht genau, nach Haus kommt. In den Sonnenuntergang reitet. Ja. Wie am Schluss von John Rambo geht er heim, so muss man sich das vorstellen. So ungefähr war das, ja. Was sagst du denn eigentlich zum Soundtrack? Ja, der war fett. Fand ich auch. Also der ist ja vom geil. Colin Stetson, der auch den Soundtrack von Color Out of Space und Hereditary gemacht hat. Mhm. Und ja, voll das Gequietsche und Gekreische, oder? Das war sehr voll geil. Krass. Also das hat passt wie die Faust aufs Auge, war streckenweise ein bisschen ein Hommage an den Originalfilm. Ja, und genau. Ich fand es sehr atmosphärisch, fand ich sehr cool. Hat mir auch sehr gut gefallen. Schön. Und ich bin gespannt, immer mit der Post-Credit-Scene ist ja dann mehr oder weniger Fortsetzung angeteasert. Kann man weitermachen, sagt man. War aber eigentlich schon mit der Enthauptungsszene angeteasert, dass wir weitermachen können. Ja. Und es war ja ursprünglich anscheinend geplant, dass es sogar 5 Filme werden sollen. Mhm. Ja, da aber dann die Rechte ja dann woanders hingewandert sind und statt dem Kino-Release jetzt eben ein Netflix-Release draus geworden ist, weiß man natürlich nicht, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt auch nicht, da hat man auch noch nichts gelesen, wie krass viel Leute einschalten. Aber ich hätte schon drauf Bock, dass wir noch ein paar Metzlereien sehen mit ihm. Ja, unbedingt. Also Potenzial war ja da. Ich möchte die Familie auch gerne wieder mal sehen oder das, was überblieben ist. Und vielleicht macht er der Leatherface selber noch eine Familie oder vielleicht hat er da seine Schratzen versteckt oder was weiß ich. Über 50 Jahre kann ja einiges passiert sein. Und ich möchte auf alle Fälle gern mehr sehen. Vor allem in der Qualität ganz gern. Ganz gern. Da ja, vielleicht ein bisschen mehr Handlung, so wie bei den alten. Ja, ich muss eh sagen, also das war dann auch eins von meinen Tops und Flops, dass ich wirklich gesagt habe, 20 Minuten mehr hätten dem Film nicht geschaut. Also ein bisschen mehr Background für den jeden war nicht schlecht gewesen. Wobei, dann denke ich wieder an den alten von 74, wie viel Background war denn da zur Hölle? Wie viel Charakterentwicklung hat man da? Das war doch auch, wie am Anfang schon gesagt, das war einfach Schlachtvieh, das in einem T1-Bus... und dann hat die eins, weiß nicht, diese Halle, ich bin ja wieder in Deutschland unterwegs, es war ja so ein Chevy-Truck,
ja, das mehr sind es nicht. Die fahren da hin und dann werden sie umgebracht. Also recht viel mehr Charakterentwicklung kriegen die nicht. Business as usual. Ja, genau. Ja, und das hat alles gepasst. Also ich weiß ja nicht, was deine dabei von so einem Slasher-Terrorfilm erwarten. Wir haben ja wieder bei derselben Diskussion wie schon bei Halloween Kills, wo jeder meint, er ist gescheiter und schlauer wie der andere und weiß, hat zum Wissen, wie das als Slasher funktioniert, aber genau nach den Mechanismen hat Halloween Kills funktioniert, der Texas Chainsaw Massacre funktioniert. Was wollt ihr anders haben? Also, ja. Sei mir nicht best. Ich möchte keinen Texas Chainsaw Massacre, der über irgendwelche Minderheiten trat und dann für den Oscar nominiert wird. Das, was ich gesehen habe, habe ich erwartet. Ich habe nicht einmal sowas erwartet, die hohe Qualität. Ich bin wirklich, was geheißen hat, da kommt ein neuer Film vor allem von meinen Lieblings-Horror-Franchises. Habe ich mir gedacht, boah, einmal schauen. Mhm. Aber das, was ich gekriegt habe, hat mich dann richtig, richtig begeistert und überzeugt. Ja, ich bin auch mit null Erwartung reingegangen, weil ich da überhaupt nicht gewusst habe, was da auf einen zukommen sollte. Der Trailer schon cool aus, aber ich dachte, das kann wieder mal alles werden. Und am Ende war es eine geile Schlachtplatte. Also es war wirklich so, Herr Ober, einmal ein Fleischtopf. Blutig. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, kriegst du ein bisschen mehr. Genau, so schaut's aus. Ich habe meinen Spaß gehabt damit. Aber gehen wir halt dann gleich mal über auf die Tops und Flops, oder? Wenn du schon anfängst mit Spoilern. Ja, da können wir machen. Also wie gesagt, ein bisschen mehr von den Charaktere. Aber das ist wirklich nörgeln auf hohem Niveau, weil ich einfach den Film auch gern länger zugeschaut hätte. Also das waren wirklich, es ist so schnell vergangen. Und schaue ich mir gern nochmal an. Er ist wirklich sehr kurzweilig. Er ist blutig ohne Ende. Die Effekte sind top. Und Leatherface ist so brachial wie schon lange nicht mehr. Das stimmt, ja. Ja, mein Top ist einfach die Busszene. Ich finde die Busszene so, die finde ich richtig geil. Ich finde, die passt alles wegen mit dem Sound. Die Splatterei da drinnen, es wird ordentlich draufgehalten, nicht abblendet, wenn man singen möchte, so wie es halt Fälle oft einmal gerne machen. Sondern der zeigt, was man eben singen möchte, wenn einer mit der Kettensäge in einem Film umeinander mitzugehen. Also die Busszene war Weltklasse. Und mein Flop war die Laila, die hat mich genervt. Die hat mich zu Schuhe genervt, mit ihrem Bocker, mit dem Umeinandbocker und ihrem Bockerten geschaut und hau ich ab. Und dann kriegt anstatt sie die Melodie im Kopf abgeschnitten. Das war eine totale Farce. Leck mich doch. Das stimmt. Leck mich doch. Und wo es am Anfang, wo man den Trailer gesehen hat, wo dann die ersten Memes schon auftaucht sind mit Leatherface im Sonnenblumenfeld und so. Also ich fand das Setting vor dem Sonnenblumenfeld bei Tag und auch bei Nacht Weltklasse. Hat geil ausgeschaut, die Dinger nur und das Beutel, wenn das so gefilmt wird und dann schaut sein Kopf so aus. Das finde ich, das rahme ich mir ein und hänge es mir ins Zimmer, weil es geil ausschaut. Voll. Also waren richtig geile Beutel dabei. Hat mir auch gut gefallen, ja. Bin ich auf alle Fälle dabei. Ist dir aufgefallen, wie viele Bewohner das die Harlow gehabt hat? Gott, nein. 1974. Wo waren denn die zu der Zeit? Ja, ist ja wurscht, aber du weißt ja, was das eine Anspielung ist. Ah, okay. Kommst du das mit? Oder muss ich das erklären? Nein. Komm mit, quasi Bescheid. wie schaut es mit unseren drei T's aus? Ich weiß nicht, sag's mal. Haben wir Titten gehabt? Nein, nicht. Keine Titten. Haben wir Trompeten gesehen? Nein. Tote Tiere? Bitte, haben wir gesehen. Echt, wo waren's? Die Sally Hardesty haut da so eine Sau auseinander und tut in der Reihen aus. Das sagt man. Ah, schön, ja. Ein totes Schwein. Wenigstens eins. Ja. Ansonsten haben wir nur andere arme Schweine gehabt, die tot waren, aber leider keine toten Schweine. Genau, richtig. Ja, dann sag ich noch heute mal, was da sind Leute mit uns. Mit uns. Sie sollen uns auf alle Fälle, auf alle Plattformen, die es so gibt, sollen sie uns liken, teilen. Steady-Appos bitte abschließen. Appos mit P auf alle Fälle. Appos, damit wir mir in der Qualität noch mehr steigern können, das uns noch mehr motiviert. Überall die Glocke drücken und dann immer gleich wissen, wenn wir eine neue Folge aushauen. Und ja, sagt es alle, die es kennt, Mundpropaganda nie verkehrt. Und geht mal ein bisschen wieder in die sozialen Medien ein, folgt uns überall auf Facebook und auf Instagram und auf Twitter. Reddit, der Corby war unglaublich dankbar, wenn es auf Reddit kommt, weil er ist so ein Reddit-Fan. Er versteht zwar nicht ganz, wie es geht und so, er blickt noch nicht ganz durch und dass man vielleicht auch reagieren muss, wenn man was schreibt und jemand kommentiert. Aber er darf sich freuen, wenn es ihm einfach folgt für das, dass er da nichts tut. Okay. Ich komme da direkt da, wo der Leatherface herkommt. Ich weiß gar nicht, was Reddit überhaupt ist. Ja, du musst erst mit der Reichsflagge oben tun und dann schauen, was Reddit ist.
Ich muss jetzt eh weiter, weil draußen fuhr gerade so ein Bus mit Hipster zu, da muss ich mal schauen, was da los ist da draußen. Ja, da bin ich in den Bus rein. Bin ich mal dabei gewesen zum Disco-Bus, voll die geile Party gewesen. Okay. In Mingen nach dem KIZ-Konzert, ja, wo fahren wir hin, schauen wir in den Stadt rein, rumpeln wir in den ersten Bus rein, der kommt. Und dann war in dem Bus der DJ und eine Tanzstange und eine kleine Bar und dann sind wir, glaube ich, 2 Stunden mit dem Bus durch den Stock gefahren und haben geklittert. Wow. Das war gut, bis irgendwann dann losgeht, dass du nicht mehr gescheit stehen kannst und in einer Kurve fährt und dann siehst du vor dem anderen Kollegen gerade noch Pfirs, dass die Sitze auszuschauen, weil es ihn umgeworfen hat. Also war nicht ganz cool, dass er die Party gesprengt hat, aber dafür hat er es stylisch gemacht. Ja, Killing with Style. Aber hallo. Ansonsten, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch den Film einmal an und hört mal ein Schimpf auf mit irgendeinem Cast, den es da sowieso noch in gar keinen Teil nicht gegeben hat, an Handlung, Charakterentwicklung oder tiefgründige Dialoge. Sondern genießt einfach mal, dass da einer mit der Kettensäge, mit dem Hammer und mit dem Hackebeil ordentlich Metzgert. Ja, habt halt einfach mal ein bisschen Spaß. Ei, so wie mit unserem Postkasten. Also. Postkasten. Also. Alles klar. Also, merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Beim besten Podcast der Welt. Nicht von Hallo? Nein. Die wissen nicht einmal, was das ist. Das stimmt auch wieder. Wer unsere Hörer? Nein, Hallo weiß nicht, was ein Podcast ist. Oder die Einwohner von Hallo wissen es nicht. Ah, okay, gut. Die hängen wirklich einen Postkasten auf. Das stimmt, ja. Passt. Ja, dann, wir sagen beim ersten Mal, macht es gut. Servus, bitte euch. Tschüss.